präsentiere ich ihm ein Paradoxon. Wie löse das Rätsel? Können wir wieder aufstellen? Räumen wir hier erstmal auf. Ne? Erstmal schön aufräumen. Genau. Alles schön machen. Oh Mann. Ja, ich wusste, du schaffst es. Schwachkopf. Oh. Huhu. Hallo? Hallo. War, würde ich sagen. Das war leicht. Ehrlich gesagt, den kenne ich schon, ich Schlitzohr. Es ist ein Paradoxon. Es gibt keine Antwort. Dort. Ich muss zurück in meinen Körper, sonst fliegt alles in die Luft. Falsch. Ich sage falsch. Explosion steht unmittelbar bevor. Anlage sofort evakuiert. Das habe ich doch repariert. Warnung. Kritischer Reaktor. Kerntransport. Da, repariert. Hey, wie schön, euch wiederzusehen. Ehrlich gesagt, hallo. Wie es der Zufall will, fehlen mir gerade ein paar Testsubjekte. Ihr kommt also wie gerufen. Und juhu. Los geht's. Du blöder Typ. Dich hau ich kaputt. Also, das heißt, er hat wieder seine grandiosen Hacking-Künste eingesetzt. Jetzt haben wir ihn sogar mit Bildschirm, dass er uns die ganze Zeit beobachten kann. Nicht nur mit Kameras, nein, diesmal Bildschirm. Ich habe das bei ihr hier, ne, hier, sind die hier so... Würfel bleibt liegen. Bei ihr hier, die ich jetzt so durchschüttel, habe ich immer die Kameras kaputt gemacht. Was mache ich denn hier, Bildschirme kaputt? Nein, ich rede gerade. Also, oh Mann. Du hast deine Hacking-Künste angewendet und einfach die Fehlermeldung ausgeschaltet. Den Ton, toll. Du ahnst ja nicht, wie man sich in diesem Körper fühlt. Ich muss einfach testen. Die ganze Zeit. Sonst kriege ich so ein Jucken. Ich muss irgendwie darauf programmiert sein. Oh, toll. Aber ich sag dir, wenn ich dann teste. Oh, Junge, das ist vielleicht ein Feeling. Es ist wie eine Sucht. Ich muss testen. Immer nur testen. Natürlich. Okay, du testest. Ich guck zu, was du so treibst. Und jeder von uns kann zufrieden sein. Warnung, Kernüberhitzung. Kernschmelze steht unmittelbar bevor. Wir haben ein Problem. Ja, das sehe ich, dass wir ein Problem haben. Ich möchte keine Kernschmelze haben, weil dann geht wahrscheinlich wieder alles kaputt. Das kennt man doch von Atomkraftwerken. Kernschmelzen sind nicht gut. Gar nicht gut. Test! Das habe ich selbst entworfen. Ist nicht ganz einfach. Siehst du die Gräben? Sehr tödlich. Extrem gefährlich. Im Moment noch nicht, aber ich arbeite hart daran. Alter. Will der uns verarschen? Ich drücke den Knopf, dann fällt der Würfel hier runter und... Es ist... Oh, ja. Gut gemacht. Das ist einmalig. Idiot. Was ein Idiot. Was ein dämlicher Vollidiot. Was du bist ein doch nicht dämlicher... Fertig. Du musst noch durch die Tür da. Geh durch die Tür. Ach so, ja, gut. Danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Was ist denn da hin? Ich will da hin. Komm ich da irgendwie hin? Komm ich da bestimmt irgendwie hin. Du musst noch durch die Tür da. Oh, ein tolles Gefühl. Weißt du, es ist gar nicht so einfach, neue Tests zu erstellen. Wieso löst Natürlich du nicht, nicht einfach weiterhin diesen hier? Immer denselben. Und ich kann... Ich guck dir dabei zu. Ja, das gefällt mir. Okay. Juhu. Los geht's. Mach's einfach nochmal. Will er mich verarschen? Willst du mich doch bestimmt verarschen? Ich weiß. Und nichts. Naja, ich hab's zumindest versucht. Okay, neue Tests. Hier müssen doch noch irgendwo irgendwelche Tests sein. Oh, Alter. Wie, da sind sie. Alter. Willst du mich doch verarschen? So, jetzt aber. Können wir hier durchgehen. Ja, gut. Tja, mein Paradoxon-Plan geht nicht auf. Und es hat mich fast getötet. Zum Glück weiß er wohl über die Testentwicklung ebenso wenig wie über logische Widersprüche. Ja, zum Glück. Aber du bist auch nicht gerade schlau als Kartoffel. Blöde, dämliche Kartoffel. Und Typ, der ganz komische Tests macht. Oh, Aperture Laboratories. Diesmal nur noch mit drei. Ah, ne, jetzt werden die restlichen...
gut, 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 gut. Das schöne alte Logo oder das schöne neue alte neue Logo. Wir haben also eine Nein. Chance, ihn zu finden. Remember your evacuation training. Ach ja, stimmt ja, wir müssen hüpfen. Ganz wichtig, hüpfen, hüpfen, hüpfen. Und dann evakuieren wir uns mal. Alles in Butter. Ich habe gerade einen neuen Test erfunden. Dieser Test ist von mir. Nicht ganz, nicht ganz. Siehst du das Wort Test da an der Wand? Das ist brandneu. Wahnsinn. Du bist so schlau. So unendlich schlau. Oh, cool. Die Dinger sind cool. Aber was machen wir nun? Oh, da, ein Würfel. Oh, also wir werden hier durch diese Dinge einfach weitergetragen. Das ist natürlich cool, wenn man nicht durch dieselben Dinger nochmal durchgetragen wird. Komm, das gehen wir einfach außen lang. So. Ah, da habe ich doch meinen Würfel schon. Ja, 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 ja. So. Komm, hier. Und einfach wieder nach unten. Jetzt müssen wir den Würfel nur noch dagegen kriegen. Ah, das ist gut, das ist jetzt auch nicht so schwer, aber. Pass mal auf, du Idiot. Pass auf. Mach ich platt. Dämlicher Vollidiot. Schmeiß den Würfel gegen dich. Komm, das klappt. Nein. Dort kommt. Nein! Nein, nein, nein. Würfel, 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 Würfel. Komm her. Hau nicht ab. Komm her. Komm her. Danke. Würfel, komm mit. Okay, da komme ich nicht einfach so durch. So, nochmal. Dort gegen. So, jetzt müsste das hier funktionieren. Nicht ganz. Kriegen wir das jetzt nicht? Reicht das, wenn ich die Würfel einfach so dagegen fliegen lasse? Kann ja auch sein. Probieren wir es einmal aus. Was passiert, wenn ich jetzt die Würfel gegen seinen Bildschirm fliegen lasse? Ups. Das war falsch. So. Mal gucken. Hoffentlich geht dein Bildschirm jetzt kaputt. Tut er nicht. Ein Versuch war es wert. Versuch war es wert. Oh, Moment, ich könnte aber hier und hier. Klingen, okay, da fällt er wieder durch. Wo ist er denn? Da ist er. Nee. Schauen wir nochmal. Ich will, dass der dagegen knallt. Das mache ich jetzt auf jeden Fall. Da kann mich auch keiner von abbringen. Mist. Nochmal. Zwei Runden muss er auf jeden Fall machen. Also einmal nochmal extra hier durchfallen. So nach dem Motto. Mist. Nochmal. Dort und dort. Nein. Und dort. Beweg dich nicht. Fällst dir einfach nur. Verdammt. Das hätte fast geklappt. Oder aber ich mach's mir noch einfacher. Ne, pass auf. Genau, ich mach's mir noch einfacher. Dort, dort, dort. Verdammt, das hat nicht geklappt. Mal. Das kann doch nicht so schwierig sein. Och, was ist denn jetzt so schwierig? Komm, jetzt lassen wir das einfach. Das ist mir jetzt zu dämlich. Dann halt nicht. Hat er halt Glück gehabt. Mach halt eben seinen Bildschirm nicht kaputt. Oh, gut gemacht, ihr beiden. Ehrlich jetzt. Warum geht ihr zwei nicht schon weiter? Ich hol euch dann ein. Ich glaube, hier oben geht's jetzt weiter, oder? Ist hier der Ausgang? Ausgang? Ach, da ist der Ausgang. Dann war's das. Die schlechte Nachricht, das sind meine Tests. Sie sind also tödlich. Aha. Top, aber bisher waren die Tests alles andere als tödlich. Selbst deine alten Tests waren nicht tödlich. Die waren mehr als Pipifax, die waren einfach scheiße.
Gut, bei dem einen oder anderen musste man ein bisschen denken, ja, aber sonst war das jetzt nicht schwierig. Ich meine, was erwartet man von der Kartoffel? Aber ich kann nicht. Entschuldige, du bist allein. Moment, du hast doch die Tests gemacht und du kannst mir nicht dabei... Bist du total bescheuert? Diesen Test habe ich selbst entworfen. Zusammengesetzt aus kleineren Tests, die hier so rumlagen. Hab sie zusammengeschustert. Es gibt Tasten, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell. Hä? Ja, toll. Was mache ich jetzt? Springen wir mal in den Strahl. Mach hier mal ein Portal und dort mal ein Portal. Und dann mache ich dort mal ein Portal. Okay, und jetzt hier. Ich sag dir einfach, wie man den Test löst, ja? Siehst du die Taste? Ja. Geh da rüber und... Darum kann ich dir beim Test nicht helfen. Hä? Egal. Löse es selbst. Du bist auf dich allein gestellt. Aha. Toll. Dann drücken wir jetzt mal den Knopf, dann fällt da ja wieder so ein Würfel runter. Genau. Oh, jetzt kommt der Würfel direkt bei uns angefahren. Moment, aber erstmal. Jetzt krieg ich aber deinen blöden Bildschirm kaputt. Hä? Wenn ich nämlich einfach den Würfel hier rauffallen lasse. Gut gemacht, Primatenhirn. Ich bin gar nicht hier bei dir im Zimmer. Technik macht's möglich. Du kannst dem großen göttlichen Gesicht gar nichts anhaben. Ja, doch, du bist kacken hässlich. Dort. So, jetzt holen wir uns den Würfel ab und dann lassen wir den gegen. Martern fliegen. Döns. Halt das. So. Ups. Oh ja, gut gemacht. Ja. Danke, wir mussten nur den Hebel ziehen. Was? Nein, du hast auf die Ich weiß, wir stecken tief im Dreck und sterben wohl gleich. Aber das war's wert. Ja, so kann man natürlich auch, Leute. Er kann uns anscheinend nicht bei den Tests helfen. Und wenn das tut, kriegt er jetzt mal einen Stromschlag. Naja, dann müssen wir ihn halt eben darauf hinweisen, was es nicht angeblich nicht in dem Test gibt. Und dann will er uns verbessern, hilft uns damit und kriegt einen Stromschlag. Ach, das ist ja schon fies. Das ist schon fies und gemein. Hier ist doch eine gute Nachricht. Die Anzahl der Testkammern ist begrenzt. Davon hatte ich keinen Vorrat. Ach so, natürlich. Testkammern gab es nicht unendlich viele. Hallo? Ich komme noch nicht anfangen. Ich habe einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt. Völlig ungenutzt und voller Skelette. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. Skelette. Aha. Richtig, ich hatte wohl doch einen Testvorrat. Na toll. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ja. Aha. Und los geht's. Sei ehrlich, man merkt es gar nicht, oder? Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Ja, gut. Oder auch nicht. Wie kommen wir jetzt darüber? Vielleicht, tja, wie machen wir das jetzt? Eigentlich müssen wir hier einfach... Okay, wir können es auch einfach so hier rüberfahren lassen. Ja, das macht es natürlich auch deutlich einfacher. Deine Tests sind voll für den Arsch. So, wenn wir das hier glücken. Was war das denn? Was ist das denn? Ich will nicht. Ah, da hat sich gerade die W-Taste eingeklemmt. Huch. Was war das denn? Jetzt fällt das dagegen, ja? Genau. So, jetzt wird er hier rübergebracht. Hier was machen? Nö. Aber wir können jetzt... Boah, was können wir jetzt? Darüber springen. Hui. So, jetzt sind wir schon mal hier. Tja, jetzt sind wir hier drüben. Das Ding da rein.
Ne, machen wir erstmal hier hochtragen lassen. Na gut, das war jetzt nicht ganz so geschickt. So, aber. So kriegen wir das hier voll. Aber wie komme ich jetzt selber hier rum? Na, das ist natürlich schlau. Ne? Vielleicht hätte ich mich selber mit hochtransportieren lassen sollen. Hole ich mir das mal direkt nach. So, jetzt holen wir uns hier den Würfel wieder ab. Genau. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal. Diesmal müssen wir uns wohl mit hochtransportieren lassen. Wheatley Laboratories. Ups. Oh, nun geht's los. Wie? Oh, was denn? Tja, deine Tests sind halt immer noch scheiße. Was denn? Langweilt er sich? So kommt mir das gerade vor. Langweilt sich. Und deswegen ist das jetzt schlecht. Wahrscheinlich. Deswegen gibt's dann nur noch schnellere Kernüberlastung und wir sterben. Fröhlich vor uns hin. Ne? Aber so langsam, ja. Ich merke doch, dass ich diesen ganzen Cave Johnson-Kram, der hat mich... Ja. Ja, schlaf du weiter. Schlaf, schlafen. Der letzte Test war ziemlich enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Dickerchen, adoptiertes Hausbäckchen. Fetti, Fetti ohne Eltern. Und? Was? Was ist so schlimm am Adoptiertsein? Was schlimm daran ist, adoptiert zu sein? Naja, zunächst mal... Damit du es weißt, du bist adoptiert. Echt schlimm. Außerdem... Ich will, dass ihr die fangen. Nichts. Einige meiner besten Freunde sind Vollweisen. Schau sie an, du Schwachkopf. Sie ist nicht fett. Ich bin kein Schwachkopf. Mach schon. Mach einfach den Test. Sie hat gesagt, ich bin nicht fett. Ja, ich bin nicht fett. Ich bin nicht fett. Da kann man auch gleich einen Freundtanz aufführen, ne? Ich bin nicht fett. Dafür haben wir aber einen Turm. Tschüss, Turm. Tja, wie kommen wir jetzt darüber? Ich sehe. Das heißt also, wir können, wenn wir hier irgendwas draufstellen, dieses Ganze umkehren. So. Aber inwiefern hilft uns das? Ist hier hinten irgendwas? Nein. Ich meine, wir müssen hier irgendwas drauflegen, aber wir haben nichts. Doch, da ist es ja. Okay, ich hab's. So, jetzt kehren wir das Ganze um. Dadurch fliegt der Würfel natürlich wieder zurück. Und dann werden wir ihn so zu uns bringen und danach auf das Ding einfach drauflegen und dann können wir wieder zurückfahren. Und ich bin nicht fett. Ich hab gesagt, dass ich nicht fett bin. Es war alles erstunken und erlogen. Erstunken und erlogen. Wups. Nein. Mist. So, komm, jetzt wieder hoch und die nächste Testphase. Das ist nicht genug. Dabei ist der Test zu einfach. Aber mich einen Schwachkopf nennen. Ja, bist halt bescheuert. Mit der Schwachkopf-Sache bin ich vielleicht etwas zu weit gegangen. Er ist doch ein Schwachkopf. Also... Auf zur nächsten Kammer, denn ich bin nicht fett. Mal schauen, wie weit wir ihn noch provozieren können, jetzt, wo ich nicht mehr fett bin. Oh, jetzt spielt er klassische Musik. Okay, gut, dass du das weißt. Test 5. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du's gelesen? Ja. Wohl nicht.
Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Aha. Tja, bist trotzdem ein Schwachkopf. Ja, wo müssen wir denn jetzt hin? Ach, da hinten müssen wir hin. Okay. Ups. Okay, das hat noch mal, ist nochmal gut gegangen. Ich glaube, wir müssen... Okay, das macht das Ganze... Ja, das ist natürlich sehr einfach. Dann machen wir hier das hin und fallen dann direkt dort drüber. Toll, nicht wahr? Ah, das Ganze machen wir natürlich nochmal umgekehrt hier für den Würfel. So kriegen wir den nämlich auch. Weißt du, was ist? Oh, was war das denn? Das war gar nichts. Nichts! Doch, ich habe deinen Bildschirm kaputt gemacht. Der von ihm besetzte Körper, meiner, besitzt eine integrierte Testeuphorie. Mit der Zeit okay. Wird man ihr gegenüber unempfindlich und es wird etwas unerträglich. Doch mit mentaler Stärke hält man es aus. Mir war aha. Es egal. Mein Motiv war die Wissenschaft. Er aber. Ja, gut, versteht sich. So, ich denke mal, in unserer formschönen Schlafkabine machen wir mal wieder ein kleines Schläfchen. Es war jetzt schon wieder lange, lange her, dass wir das letzte Mal gemacht haben. Wir müssen uns anscheinend vorbereiten, gerade wenn wir Wheatley in den Wahnsinn treiben wollen. Da müssen wir alle unsere Kräfte dabei haben. Außerdem denke ich mal, dass es ihn total wahnsinnig machen wird, wenn wir hier einfach in unserer Kabine schlafen. Ja, deswegen gehen wir es einfach mal hier hin und schlafen für heute. Deswegen sage ich schon mal gute Nacht.